Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks, Sie werden es nicht für möglich halten, auch ich werde älter. Ja, das habe ich nicht daran gemerkt, dass sich bei mir verschiedene Körperteile immer mehr der Schwerkraft unterliegen oder dass meine Zähne getrennt von mir zum Zahnarzt gehen können. Nee, wissen Sie, woran ich das gemerkt habe? Dass sich ganz bestimmte gesellschaftliche Regeln plötzlich so schäbig geändert haben. Gucken Sie, und eine davon war zum Beispiel, Frauen haben Frisuren und Männer haben einen Haarschnitt. Ne? Ja, das war immer schon so. Wenn Männer nicht mehr gucken können, dann sind sie zum Friseur, haben sich die Optik wieder freischneiden lassen. Und wenn Frauen eine große psychische Krise haben, dann gehen sie zum Friseur und bearbeiten diese Krise mit einer revolutionären neuen Frisur. So war das immer, bis vor kurzem. Da habe ich eine ganz schäbige andere Erfahrung machen müssen. Und zwar bin ich da in meine normale Hausbank reingegangen, weil ich hatte mal wieder die PIN-Nummer vergessen. Ne? Das ist normalerweise kein Problem. Dann gehe ich zu dem netten Herrn Oberkorte, der arbeitet da seit über 30 Jahren. Der kennt meine PIN-Nummer, ne? Ja. Ja, Sie, und nicht nur meine. Der kennt die PIN-Nummern von allen älteren Leuten bei uns in der Gemeinde, ne? So, ich will jetzt zu dem Herrn Oberkorte reingehen. Kommt da plötzlich so ein straff gebügelter, braun gebrannter Junghengst? Auf dem Kopf hatte der sowas, das sah aus wie ein schlecht präpariertes totes Eichhörnchen. Beugt er sich so dienstbeflissen über den Schalter und meint für mich, na gute Frau, womit kann ich dienen? Ich denke, das wüsste ich aber, dass du, Wickelkind, mir dienen kannst. Ja, gesagt habe ich das nicht, man will ja nett sein. Ich sage, seit wann dürft ihr bei der Bank denn mit einer Mütze am Kopf arbeiten? Oh, da fiel ihm aber sofort sein kunstoptimistisches Blendax-Lächeln aus seinem Solarium gebräunten Schaufenster wieder raus. Und er sagte so ganz schmallippig, sagt er für mich, das oben auf dem Kopf, das wäre keine Mütze, das wäre sein Styling. Ich sag, wer? Mein Styling, sagt der gute Frau, meine Frisur. Ich denk, oha, Mann und Frisur, dann muss der in einer ganz besonders schlimmen Krise sein, ja? Ich sag, für einen jungen Mann, wenn das auf dem Kopf da eine Frisur ist, dann müsste ich wohl besser fragen, womit ich dienlich sein kann. Da wurde er schon ein bisschen schmallippiger und sagte, ob wir jetzt zum geschäftlichen Teil unserer Unterredung übergehen könnten, habe ich gesagt, ja. Du wirst mir aber kaum helfen können. Hol mal eben den Herrn Oberkorte. Ich habe meine PIN-Nummer vergessen, der weiß die. Da fing er an, sich aufzublasen. Es wäre eine Unverschämtheit von mir, einem langjährigen, verdienten Mitarbeiter zu unterstellen, dass er sich unrechtmäßig die PIN-Nummer eines Kunden, ich sag, ausatmen. Du musst mir nicht die Spielregeln von eurem Geldinstitut erklären. Ich hatte schon Geld bei euch auf dem Konto. Da hat deine Mama noch gar nicht geahnt, dass sie mal einen Sohn haben würde, der sich das traut, mit dem toten Eichhörnchen am Kopf in der Bank zu arbeiten. Ja. Muss dann wohl so ein bisschen laut geworden sein. Jedenfalls wurde er dann noch schüchterner und sagte, also er wollte jetzt Hilfe holen. Ich denke, endlich kommt er mit dem Herrn Oberkorte wieder. Kam er aber nicht. Wieder kam er dann mit dem Willem Windfuhr, was mein Hausarzt ist. Ich sag, na Willem, auch PIN-Nummer vergessen? Nee, Mia, sagt er, ich bin aus beruflichen Gründen hier. Der junge Mann hat gesagt, du hättest ein psychisches Problem. Ich sag, Willem, komm mal her, komm mal her. Guck dir diesen jungen Mann mal ganz genau an. Und dann sag du mir mal, was der für deine Meinung oben am Kopf hat. Ach, sagt er, ich habe zwar meine Brille nicht dabei, aber ich als erfahrener Jäger würde sagen, das ist ein schlecht präpariertes totes Eichhörnchen. Ja. Ja. Da ist der junge Mann auch sofort in eine reguläre Ohnmacht reingekippt, was ja nicht schlimm war. Ärztliche Hilfe war ja da. Aber ich habe daraus die Lehre gezogen, trau niemals einem Mann mit Frisur. Schon gar nicht, wenn sie aussieht wie ein totes Eichhörnchen. Die Oberalbus. Ja.